Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von unserer Sims 2 Waisenhaus Challenge. Im letzten Part sind unsere drei Großen, Alfred, Anton und Tamara, ausgezogen und irgendwie, ja, war das so ein bisschen, weg waren sie, keiner hat sich groß verabschiedet, also ist ein bisschen komisch gelaufen, weil alle irgendwie müde waren und ins Bett wollten, kein Plan. Was war sonst noch? Unsere zwei Verbliebenen, Beate, hat noch mit Singen ihren achten Kreativpunkt bekommen. Und, helft mir mal. Adrian, genau. Der hat einfach ein bisschen geschlafen. Jetzt sind sie in der Schule. Jo, die liebe Natascha wollte noch einen Kochpunkt verdienen. Hat sie eigentlich auch, aber irgendwie zählt der gerade nicht. Oder hat vielleicht doch gezählt und ist schon wieder neuer, weiß ich nicht. Ulrike hat ein bisschen getöpfert, kümmert sich gerade darum, die kaputt gemachte Badewanne wieder zu reparieren, indem sie ein Sprudelbad genommen hatte. Und unser Jörg ist ganz fleißig hier wieder mit seinem Garten beschäftigt, hat also jegliches Gemüse angepflanzt, hier den Baum schon grün geschwatzt, ist jetzt gerade hier bei den Bäumen am Schwatzen und ja, da machen wir jetzt weiter. Oh, da fliegen sogar mal wieder Schmetterlinge. Hey, cool, du könntest Schmetterlinge fangen. Aber jetzt musst du dich erstmal um das ganze Gemüse hier kümmern. So, sie ist am Putzen und du bist am Reparieren. Ja, ja, schön weiter reparieren. Du hast es kaputt gemacht, du musst es aber wieder ganz machen. Ist eben mal so, ne? Ja, und ich hatte ja noch eine Idee gehabt. Was? Beate hat heute einen Schulfreund mitgebracht. Ah, sie ist wieder da. Ich wollte gerade sagen, ich hatte ja eigentlich noch die Idee, ein bisschen was an den Zimmern zu tun. Gut, dann wollen wir doch mal schauen. Ja, leg's mal dahin, ist okay. Gib mal gerade her. Wo ist, ach, das ist, Marky Boy ist auch schon da. Habe ich oder da nichts mit, ne? Beate Bett, die da, so. Und dann noch Marky Boy, das nehmen wir alles erstmal da, wo es war. Komm her mit dem Ding. Ich hätte gern das. Heft. So, und das geht auch hier hoch, damit ihr euren normalen Platz habt. So, wie sieht's denn aus? Sie möchte flirten, sie möchte jemanden tanzen und sie möchte über Hobbys reden. Gut, das ist in Ordnung. Dann könntest du ja hier mal erstmal reden. Über Hobbys reden, Musik und Tanz. Dann kannst du mal gucken, unterhalten, Witz erzählen und auf jeden Fall auch mal so plaudern. Kennst du sie? Wie gut kennst du sie? Ah, immerhin schon auf 20. Das ist gut. Den Timo haben wir ja schon quasi als Flirtopfer. Das ist ja schon der Freund, ne? Quasi. Wir müssen nur noch nach fester Beziehung fragen. Wen haben wir denn noch außerhalb der Familie? Oh Gott. Hier hätten wir noch zwei, aber das sind Kinder. Das bringt nicht viel, wenn ich die jetzt wieder hochlevel. Auf ihn stehst du auch. Wer ist das? Gerrit. Ah, okay. Steht sie eigentlich auch auf Timo? Ja, gut, okay. Dann passt das ja trotzdem. So, Adrian, wen hast du so im Visier? Du kennst sie noch gar nicht. Hier hat er einen Freund, den Timo Richter. Den behält er hoffentlich auch als kleines Kerlchen. Müssen wir uns drum kümmern. Das ist der Bruder. Das sind die, also sie sahen ja echt verrückt aus. Den Gerrit kennst du und zu die Conny. Okay. Dann kann er hier die Susanne auch kennenlernen. Naja, vielleicht haben wir ein bisschen mehr Glück. Gut, du könntest doch mal, hast du ein Handy? Warte mal. Einmal dieses Dings da. Kannst du irgendwen anrufen? Nee, noch nicht. Okay, dann gehst du jetzt hier ans Telefon und rufst mal ein paar Sims an. Da hast du erstmal was zu tun. Hm. Ja, genau. Gucken wir mal, dass wir erstmal ein paar Freundschaften uns da kümmern und dann darfst du schwimmen gehen. Du wolltest doch schwimmen gehen. Es ist zwar immer noch Schnee drumrum, aber auf jeden Fall besser als so richtig im Schnee, ne? Gut. Das darfst du machen. Sehr fein. Alles klärchen, dann macht mal los. ja. Was haben wir da sonst noch so? Eine neue Freundin wäre nicht schlecht. So, was machen die anderen? Sie ist unter der Dusche, okay. Du bist...
Immer noch am Reparieren? Nee, sie hat es geschafft. Okay. Dann darfst du hier noch aufwischen und da säubern kannst du auch gerade noch. So, du rufst jetzt mal, warte, wir sortieren das gerade mal schön, den hier an. Gerrit hat kein Telefon. Oh, Moment. Ja, das ist natürlich immer blöd, wenn man Leute hat, die kein Telefon haben. Dann ruf sie an. Einfach nur plaudern. So. Und du bitte nach dem Säubern Hände waschen nicht vergessen. Und dann könnte sie... Achso, sie wollte ja ein Date haben eigentlich noch. Naja, gut. Gucken wir mal. So, ihr könnt dann eigentlich auch mal machen, was ihr wollt. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Sie will schon wieder bei Leuten spionieren gehen. Nee, das solltest du jetzt nicht unbedingt tun. Aber wie viele Punkte hast denn du beim Kochen? Sag ich mal. Die ist genauso gut wie alle anderen. Okay, dann könntest du doch jetzt mal ein bisschen was zu essen machen. Wir haben ja nichts mehr da quasi. Wurde ja alles aufgegessen. Chili, Chefsalat und Chefsalat ist auch mal was Feines. Komm, mach uns mal allen einen schönen Chefsalat. Hatten wir ewig nicht mehr. So, wie geht's, Jörg? Wie weit ist der jetzt hier mit dem Bäume bequatschen? Sehr gut. Okay, nächster Baum. Er ist den ganzen Tag draußen. Oh Gott, du erfrierst mir ja gleich. Okay, dann das, ja, weiß nicht. Müssen wir die ein... Ja, eigentlich sollten wir die noch gießen. Ich weiß ja nicht. So, wen haben wir denn da noch? Kannst du die? Das ist aber ein Mädel. Also, er ist auf jeden Fall... Was würde denn gut zu ihm passen? Marcel eigentlich noch. Komm, ruf den Marcel noch an und plauder mit dem. Genau. Ja, dann würde ich sagen, dann gießt du halt schnell noch mal viele und ich muss hier aufpassen. Dann kommst du rein und trinkst erst mal was Warmes. Warmen Kakao trinken. So. Muss ich echt aufpassen hier. So, wie sieht's bei dir aus? Entschuldigung, ließ sich jetzt nicht vermeiden. Sie will Gitarre spielen. Und was noch? Mit jemandem tanzen. Ah, gut, okay. Kannst ja mal... Oh, reparieren, halt, stopp, nee. Ah, das ist kaputt gegangen. Okay, kannst du hier die Musik anmachen? Oder ist sie auch kaputt? Einschalten hier. Komm. Mach mal... Juhu, genau. Und was macht ihr? Ich hab Angst um den. Komm, hör mal auf, mit dem Baum da zu reden. Dem geht's gut genug. Gieß noch schnell die Sachen und dann komm rein und trink was. Und dann kannst du mal hier zusammen tanzen vielleicht. Ihr könnt auch nach dem Ding da noch bisschen... Ja, yeah, cool, genau. Nein, halt, was habe ich jetzt wieder geklickt? Oh Gott, oh Gott. Ich verklick mich heute dauernd. Nicht wegscheuchen, wertschätzen, bewundern ganz zusammen. Und nochmal reden. Über Hobby, Spiele. Ja, und dann kannst du einen Salat essen. Komm. Wie sieht's denn hier aus? Du bist noch am Rutschen. Beziehungsweise am Schwimmen. Sehr schön. Jawohl. Oh, und der Papa ist hinter dir reingesprungen. Warum machst du das? Du solltest doch einen warmen Kakao trinken. Warum bist du durch das... Hä? Ach, er meint, der Weg ist kürzer, oder was haben wir hier? Bin ich gerade blöd? Ja, scheinbar. Okay. Keine Ahnung mehr. Ich kriege hier nichts mehr mit, du. Hast jetzt aber deinen Sohn nicht aus dem Wasser vertrieben. Okay. Genau. Hast du was gegessen? Weiß ich gar nicht. Okay. Du könntest hier auch mal was essen. Ach. Pech. So. Du hättest keinen großen Hunger. Ja, das ist blöd. Du könntest mal telefonieren. Was machst du denn da? Ach, da bist du.
Hallo. Spielst du auch mal wieder damit? Ja, gell, das Ding wird ziemlich vernachlässigt, seit hier die Kiddies so weit weg sind. Gut, das ist schön, dass du damit spielst. Aber du könntest auch noch mal ein bisschen telefonieren. Du musst dich mal um deine Freunde kümmern. Ruf du auch mal ein paar Leute an. So. Du darfst jetzt schwimmen, bis dein Punkt voll ist. Und du bist am Essen? Yeah. Ah, und dann tanzt du auch Schlambada oder was? Okay. Geht's unserem Jörg wieder besser? Oh ja, und er muss aufs Klo. Kannst du. Was ist jetzt? Ach so. Ah, ja. Dann ruf du doch mal an. Das ist dein Sohn. Ja, wie wär's denn mal wieder mit der Silvia? Du verlierst hier dauernd Leute, ey. Mal nur plaudern. Haben wir ewig nicht mehr gemacht. So, du musst auf Toilette, wenn du fertig bist. Adrian hat sich mit Schwimmen einen Körperpunkt verdient. Yes! Juhu! Auf 8 drauf. Sehr schön. Was ist dein nächster Wunsch? Nummer 9. Ja gut, wir können ja mal wirklich versuchen, mit einem die Körperdingens zu maximieren. Schmetterlinge. Oh, jetzt sieht's hier auch richtig schön grün wieder aus. Guck mal, der Schnee ist weg. Aber ich glaube, um die Uhrzeit finde ich hier keinen Schmetterling für dich, den du fangen kannst. Nö. Aber wenn es da so schön ist, kannst du ruhig weiter schwimmen. Habe ich nichts dagegen. Hast du noch keinen großen Hunger und nix. So, was machst du denn gerade? Du möchtest was? Fangen spielen. Ja, dann tu das doch, Mädel. Du hast doch jemanden hier zum Fangen spielen. Guck mal da. Vielleicht hat sie ja Lust und spielt mit. Susanne, würdest du gerne mit mir fangen spielen? Das wäre doch mal was, hm? Gucke mal. Kannst du mal machen. Bisschen Bewegung tut gut. Was macht Natascha da draußen? Die planscht in den Pfützen rum. Da wolltest du nicht eigentlich auch auf Toilette oder so? Was willst du denn da wieder für einen Punkt? Ah, komm. Und da gegrillten Käse zubereiten und. Warte mal. Was macht denn der Papa wieder? Komfort, Hygiene, Ja, papa, können wir denn mit dir mal machen? Du könntest doch, ja, ich habe eine Idee. Wie wäre es denn, wenn du dir einen Film anguckst? Einen Actionfilm, komm. Wir gucken heute Fetch oder wie das Viech da heißt, keine Ahnung. Und dann kannst du ja vielleicht deine Frauchen fragen, ob sie mitmacht. Reden zu. Nee, da musst du wahrscheinlich da schon sitzen, ne? Sonst klappt das nicht. Aufi, beeil dich mal. Ihr seid aber auch immer so langsam, Leute, Leute. Ehrlich. Sitzt du bald mal? Hast du bald mal den Fernseher angemacht? Er will deine Frau dazu holen. So, kannst du jetzt bitten mitmachen? Genau. Damit die auch noch was von dem Film hat. Bevor er fertig ist. Wie? Du wolltest doch fangen spielen. Ah, das hat sie gemacht. Okay. Mit Natascha Freundschaft fürs Leben schließen? Kannst du nicht jemanden aussuchen, der nicht bei uns wohnt, Mädel? Okay. Gut, ich würde sagen, es ist soweit erstmal alles im grünen Bereich. Und morgen ist keine Schule. Gut. Dann machen wir jetzt noch mal ein bisschen Arbeit. Halt! Nee, stopp! Was für eine Note hast du? 1+. Das wollte ich doch vorhin schon machen. Ach so, jetzt ist sie da am Telefonieren. Oh. Wird Zeit, dass die Leute ihr Handys kriegen. Hallo. Gut, dann machen wir das jetzt doch erstmal so. Säubern, benutzen, Hände waschen und Hausaufgaben machen. Genau das. Er ist immer noch am Schwimmen und ihm geht es immer noch gut. Perfekt, perfekt, perfekt. Ja. Du darfst so lange darum schwimmen, bis es dir zum Hals rauskommt. Ehrlich, habe ich gar kein Problem damit. So, ihr zwei sitzt da und kuschelt. Oh, das ist doch schön. Kuscheln. Genau, kuschel mal mit deinem Mann. Und du bist immer noch am Erzählen. Ja, lang nicht mehr gehört. Man merkt es. Man merkt es, ne?
So, wenn du fertig bist da, kannst du mal die Reste weglegen. Reste weglegen. Abspülen. Ja, ach, das ist schön doch. Und eigentlich könntest du auch mal noch ein bisschen malen. Das ist... Wieso Bild verschwinden? Wer hat dieses Bild gemalt? Wer von euch hat dieses Bild gemalt? Was sieht es? Weitermalen. Ah ja, sie ist diejenige, die dieses geniale Bildchen angefangen hat. Wusste ich gar nicht mehr. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich hätte gehört, dass schon wieder was kaputt gegangen ist. Wer ist denn oben und hat was kaputt gemacht? Ja. Ach ja, und dann kannst du mit ihr mitmachen, vielleicht mal. Warte. Nee, da kenne ich was Besseres. Hallo. Ich habe, glaube ich, gerade Adrian gesehen. Yeah, Adrian, genau. Komm mal mit. Kannst du hier mitmachen? Zusehen? Oder nee, komm. Du kannst mal mit ihr reden, plaudern, reden, über Hobbys reden, Fitness. Lern die auch mal kennen. Wenn die jetzt gerade da ist, müssen wir das ausnutzen. Und nochmal plaudern. So. Es geht ihm noch ganz gut. Da kann er das ruhig mal machen. Ja. Und dann hört die vielleicht auch zu spielen auf. Aber ich finde, das sieht immer sehr schön aus, wenn die da an diesem Eisenbahntischchen spielen. An der elektrischen Eisenbahn. Das hat was. Die tutet sogar. Ach, schön. Ich überlege mal. Die Kinder waren ganz klein, als sie das gebaut haben. Die Sachen hier. Ach, das ist toll. Zieh doch nicht so ein Gesicht. Ich sag mal, hallo Adrian. Was bist denn du für einer? Guckt euch den an, ey. Ist ja grausig. Du bist doch eigentlich ein Netter, oder nicht? Ich muss mal mit der Meer auf die... Ja. Ich glaube, wir müssen hier unbedingt mal mit Ermutigungen arbeiten. Ganz unbedingt. Oh Gott, das geht ja gar nicht. Der ist überhaupt nicht nett. Da habe ich ja nie drauf geachtet, Leute. Da habe ich echt nie drauf geachtet. Ich dachte mir, ich habe immer generell nette Kinder. Bei ihr geht's noch. Könnte auch ein bisschen besser sein, aber ja. Aber er ist ja überhaupt nicht nett. Okay, da muss Erziehung dran. Da muss auf jeden Fall Erziehung dran. Hallo? Was macht ihr zwei? Aber gegen Kennenlernen spricht trotzdem nichts, ne? So. Und ihr kuschelt da. Oh, wie süß. Küssen. Romantisch bitte nur. Also ihr müsst hier keinen halben Dings ablassen, ne? So, nee, 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 nee. Und du liegst schon wieder im falschen Bett, Mädel. Das geht so nicht. Du bist müde und hast Hunger. Dann ess doch erstmal noch was. Guck mal, du kannst jetzt jederzeit etwas essen. Jederzeit. Schnappst du dir einfach mal was zu futtern. So, Beate ist auch gleich mit den Hausaufgaben fertig. Ja. Okay. Jo, du tust was essen. Danach gehst du auf Toilette. Hände waschen. Und dann in deinem Bett schlafen. So. Und unser Adrian. Und die, wer ist das, Susanne, ne? Wie weit kennt ihr euch jetzt? Zeig mal. Mal auf 8. Ja, wir müssen den Adrian vorher echt ein bisschen netter hinkriegen. Okay, außerdem stinkt Susanne. Ich weiß nicht, ob das dann gerade so förderlich ist. Dann gehst du jetzt mal bitte noch benutzen. Hände waschen. Hunger hast du auch ein bisschen. Ja gut, dann gehst du noch was unten essen. Das ist in Ordnung. Nimmst dir auch einen Rest. Und was willst du denn da? Was? Empört sein? Nee, brauchst du nicht. Gut. Natascha, was macht Natascha? Die ist da am... ja, yeah. Ihr seid auch müde langsam. Ja. Okay, dann hör mal auf zu kuscheln. Und geh du dich schon mal fürs Bett fertig machen. Einmal benutzen. Ja, duschen. Vielleicht hinterher säubern. Aufwischen. Oder muss das repariert werden? Nix da. Ich hab was übersehen. Okay. Dann reparierst du bitte erstmal. Hopp.
und hopp, wer auch immer das kaputt gemacht hat, ist mir jetzt egal. So, und du kannst auch noch was essen. Und dann würde ich sagen, wenn ich diese Aufgaben hier verteilt habe, dann mache ich auch erstmal wieder einen Break oder lass den gerade, weil meine Zeit ist wieder um. Und dann sehen wir im nächsten Part, wie es hier weitergeht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem etwas ruhigeren, nicht ganz so chaotischen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf, hier weiterzumachen. Bis dahin, macht's gut, tschüss!